Du, weißt du was, der Knast? Was denn? Wenn ich du wäre, ja, dann würde ich mich heute noch mindestens einmal richtig lächerlich machen. Ja, so richtig lächerlich? Ja, ich habe da so gedacht an oben ohne vielleicht. Wie wäre das? Ja, aber dann darf ich dir auch was sagen. Na gut, wenn ich du wäre, ne, würde ich diese Anmoderation hier jetzt auch vollendisch machen. Boah, das ist aber... Mach mal. Aber sonst hab ich verloren. Sonst hast du verloren. Scheiße. Okay. Hau rein. Blöd, Mann. Tja. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, ich hab ein tolles Gefühl jetzt hier für mich. Für Hühnerfell oder so. So, das ist ein holländisches Wort für Gänsehaut. Ja, so. So. Ja, also ich begrüße Sie auch so mal von mir. Ich finde total toll, dass Sie auch alle wiedergekommen sind aus der Pause. Ich hoffe, Sie haben sich total gut erholt in die Pause und gestärkt. Ja, dankeschön, dankeschön. Wir sind jetzt also voller Vorfreude und positiver Erwartung auf eine tolle zweite Hälfte. Ich kann auch schon sagen, ich war ja selbst bei manchen Proben selbst dabei. Die zweite Hälfte wird richtig, richtig toll, kann ich schon sagen. Und ja, weiß ich. Und ganz toll vor allem jetzt auch der Anfang. Ja, ich habe die große Ehre, einen großartigen Künstler jetzt anzukündigen. Ja, mich. Ja. Jetzt komme ich. Ja, ich will was singen. Eine Schnulze. Sei schon mal gleich vorweg. Wobei, ich muss auch sagen, ich habe mich richtig gut drauf vorbereitet. Ja, ich wollte nämlich was Besonderes machen heute Abend. Das ist ja ein besonderer Anlass. Und zwar was Besonderes, was sonst keiner macht. Ich habe extra Radio geschaut, Fernsehen gehört und Strichlisten gemacht. Ich wollte rausfinden, welche Themen denn so ganz so typisch sind für Musik. Ja, und dann habe ich festgestellt, ganz interessant. Das ist schon ein Beispiel, ich habe vergessen, holländisch zu reden. Ja. Falsch, okay, hat hoffentlich nicht gehört. Na egal. Ganz interessant, die meisten Themen in der Musik sind hier zum Beispiel, erstens, Badezimmer, kommt ganz häufig vor, das glaubt man kaum. Und außerdem gibt es noch ganz viele verschiedene Lieder über irgendwelche Pumpen. Ja, das ist auch schon ein Thema, kommt ganz häufig vor. Und auch nicht zu vergessen, der Sommer 1969, das ist auch schon ein Thema, das wird ganz oft erwähnt. Glaubt man kaum, man kennt vielleicht nur ein, zwei Lieder darüber, aber das ist sensationell, das habe ich auf meiner Strichliste festgestellt. Kommt so oft vor, das glaubt man kaum. Ja, ich wollte es ja aber nicht machen, weil ich wollte ja was Besonderes machen. Ne? Und ich habe dann überlegt, meine Strichliste angeguckt und gesagt, nee, Lukas, du musst was beim Abi-Konzert machen, was sonst keiner macht. Und da ist es mir eingefallen, ich singe heute was über Liebe, weil das macht ja sonst keiner. Ja, das kommt total selten vor in der Musik. Ja, ich so. Und das ist aber noch nicht das einzige Besondere. Sie wissen ja auch alle, das Konzert wird heute auch in über 50 verschiedenen Ländern weltweit live übertragen, im Fernsehen, schwarz-weiß. Und ist so. Und ich habe mir gedacht, unsere Freunde in Mexiko zum Beispiel, die haben ja bis jetzt überhaupt noch kein einziges Wort verstanden. Was macht man da? Ich habe mich deshalb hingesetzt und alle so einen Teil meines Liedes übersetzen lassen, dass die auch was davon haben, werde das gleich also mehrsprachig performen. Ja. Und, achso, das Lied heißt übrigens treffenderweise Liebeslied, ja, fand ich ganz guter Titel, Love Song, frei übersetzt. Und das ist von Bodo Wartke, das ist ein sehr talentierter Musiker aus Holland, nicht aus Holland, der kommt aus Deutschland, genau, aus Deutschland, aus Bad Schwartau. Und es ist ein ganz tolles Lied, ja. Achso, eins wollte ich noch sagen, das könnte gleich ein bisschen länger dauern. Ja, das hängt davon ab, mit in welcher Tonart ich gleich lande. Das ist bei mir immer so ein Glücksspiel mit dem Vorspiel. Das kann ich nicht so beeinflussen, weil ich das immer so aus dem Kopf mache. Und ich sage das auch nur, weil Sie könnten jetzt ja denken, toll, jetzt kommt endlich mal ein Liebeslied. Ja, da habe ich den ganzen Abend drauf gewartet. Da hole ich gleich mal mein Feuerzeug raus. Ja, können Sie gerne machen. Ich wollte es halt bewahren. Es könnte halt ein bisschen länger dauern, nicht, dass Ihr Daumen abbrennt oder so. Das wollen wir alles nicht. Wobei ist auch eigentlich ganz gut, dass es so lange dauert, weil nach mir, die Leute haben mir schon gesagt, sie brauchen die Zeit, um sich zu schminken. Das fand ich ganz süß, deswegen erzähle ich das jetzt. Okay. Also ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der zweiten Hälfte und jetzt vor allem mit Bodo Wartke. Jetzt kannst du wieder Deutsch reden.